Herzlich willkommen zu einer neuen Vlog-Ausgabe von unserem Elevator-Vlog. Heute mit dem Nick von Reloop. Und der Nick von Reloop bringt uns natürlich ein Gerät von Reloop mit. Nick, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Ja, ich habe uns heute mal den Mixon 4 mitgebracht. Das ist unser neuer Flagship-Controller. Ein Hybridgerät, das für Serato DJ und Algorithm, aber auch andere Software noch zusätzlich entwickelt wurde. Da kommen wir später noch zu. Mhm. Ist ein Vierkanal-Controller mit einem sehr, sehr klassischen Layout. Zwei Decks, Vierkanal-Mixer in der Mitte. Die Decks kannst du umschalten. Anschlussseitig finden wir auf der Rückseite XLR Master Outputs, um direkt quasi an die Clubanlage gehen zu können, eventuell auch ohne noch einen Mischer dazwischen zu schließen. Master Change Outs für die Anlage zu Hause, yeah, wenn du es auf HiFi-Pegel ausgeben willst. Noch Booth Outputs als 6,3 mm Klinke, kannst du entweder deine Monitore oder eben dann im Club abhören, kann anschließen. Klar. Logisch. Klar, USB-Slot hier für das Audio-Interface, dann vorderseitig noch eine 6,3 mm Klinke bzw. 3,5 mm Klinke für deine Headphones und ein Mic-Input mit Gain-Knob, ja, wo du quasi direkt... Push, ne? Also genau. Push-Knob zum Rein- und Rausdrücken finde ich immer super gelöst. Macht auch viel Spaß, einfach nur das zu machen. Also dafür alleine lohnt es sich schon mal. Nein, Spaß beiseite. Also für mich, besser gesagt, ist es so, dass ich hier ein Produkt sehe, was sehr, sehr, einen sehr robusten Eindruck macht. Ja? Also schon Flaggschiff, vielleicht auch Schlachtschiff. Das kommt aber nicht von ungefähr, oder? Nee, das stimmt. Also wir haben uns tatsächlich bei der Dimensionierung auch am typischen Club-Setup orientiert. Also dass man sich nicht zum Beispiel auf der Mixereinheit fremd fühlt, sondern gewohnt quasi sein Layout vom 12,5 Zoll Mischer im Club hat. Mhm. Die einzelnen Kanäle sind deswegen auch wohldimensioniert aufgebaut. Man kommt irgendwie nirgendwo mit den Fingern aneinander. Insgesamt von der Verarbeitungsqualität auf jeden Fall eine sehr, sehr robuste Faceplate. Und die Potis sind mit Metallstiften versehen und mit der Faceplate auch direkt verschraubt. Sprich, das Ding ist wirklich roadtauglich. Das kannst du dir in den Club stellen und das sollte irgendwie ordentlich lange halten. Ja. Das sieht man auf jeden Fall. Macht doch definitiv den Eindruck. Wenn ich jetzt meine Blicke hier über das Ding schweifen lasse, dann sehe ich hier bei den Line-Fadern unten, sehr schön, kenne ich so auch nicht, on top quasi auf dem Gerät, auf der Faceplate, sagen wir so, die Zuweisung zum Crossfader. Ja? Genau, ja. Was habt ihr euch dabei gedacht? Was ist so... Der Hintergedanke. Das Gerät ist natürlich nicht nur an DJs adressiert, die jetzt elektronische Musik auflegen, sondern auch welche, die vielleicht mehr mit Hip-Hop oder Rap oder anderer Musik zu tun haben, wo sich eben auch Scratchings anbieten. Und dann haben wir gedacht, es ist einfach schön, wenn man direkt auf dem Controller selbst den Crossfader bzw. die einzelnen Decks dem Crossfader zuweisen kann. Normalerweise muss man das immer erst in der DJ-Software machen. Hier kann man es direkt ganz gemütlich am Gerät machen. Kannst darüber noch die Crossfader Curve bestimmen, also ob er für sehr, sehr harte Cuts oder eher sehr smooth, so ein Mittelding, je nach Belieben. Der Crossfader ist insgesamt auch richtig schön, der läuft weich. Ja, der gleitet sehr schön, das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Den kann man gut für sowas benutzen. Das Spiel von den Fadern hier ebenfalls, also eignet sich durchaus. Es ist ja auch so, ihr habt ja auf jeden Fall ein paar namhafte Artists, mit denen ihr da in Zusammenarbeit steht, die auf jeden Fall immer wieder unter Beweis stellen, was du heutzutage unter Controller Rhythm machen kannst. Und die demonstrieren das in einigen Videos auf jeden Fall auf sehr nice Art und Weise. Apropos nice und Controllerism, ist natürlich auch immer dieses Jogwheel hier. Ne? Was heißt immer dieses Jogwheel? Ihr macht das ja schon etwas länger, dass ihr immer diese geilen, großen Jogwheels habt, die aber auch sehr flach sind. Und das gefällt mir sehr gut. Das ist wie so eine, wie so ein UFO, was irgendwie halt auf Diät gesetzt wurde und jetzt richtig gut aussieht. Ja, und ja, so diese Slimline gefällt mir. Ist optisch sehr schön und ich habe vorhin halt schon ein bisschen damit experimentiert. Sehr präzise und da habt ihr auf jeden Fall kein bisschen nachgelassen. Ja, freut mich, wenn es dir gefällt. Auch da stehen wir natürlich immer sehr eng in Kontakt mit unseren Artists. Ja. Und die fragen wir auch noch Feedback, fragen so, hey, was hältst du von der Größe vom Jogwheel, von der ganzen Form? Kommst du damit gut klar? Eignet sich das für Scratching? Da ist auf jeden Fall auch immer ein großes Augenmerk drauf. Das merkst du hier auch definitiv. Wenn ich jetzt weiter gucke, sehe ich hier halt, ich mache unglaublich komische Handbewegungen heute, aber wenn ich jetzt weiter gucke, dann sehe ich hier eine sehr geile Performance-Sektion, auch in schön in RGB, ne? Segnet der Kameramann ab, ja, der ist nämlich auch Grafiker. Und ja, halt also schön im mehrfarbigen Layout, Performance-Sektion, sprich, ich kann das Ding halt, ja, habe ich hier eine geile Wiedergabe von dem, was in Serato quasi ja, zu bedienen ist. Wie sieht das hier aus? Kannst du uns da ein bisschen was zu zeigen? Klar, gerne. Mhm. Also die Integration in Serato ist sehr, sehr tight, könnte man sagen. Es ist sehr frisch, weil das Gerät auch noch nicht lange auf dem Markt ist. Das wird jetzt Mitte November erhältlich sein.
Und deswegen wurden eben auch die neuesten Serato-Features implementiert. Ich denke, das Größte und Wichtigste, was es da auf jeden Fall zu nennen geht, sind die Pitch-Play-Features von dem Serato. Also genau. Setzt das Pitch-and-Time-Upgrade voraus. Das Schöne ist aber, zum Controller kommt direkt die Serato DJ-Vollversion, die normalerweise so für den Heim-User auch einen großen Kostenpunkt darstellen könnte. So, die ist quasi direkt mit dabei. Ja. Da auch die, die relevanten Updates quasi, damit der Controller auch direkt in vollem Umfang genutzt werden kann. Nice. Die Performance-Modes, hast du ja gerade schon angesprochen, die sind hier quasi auf den Pads abgezeichnet. In Serato gibt es 8 Stück davon, dabei 4 wesentliche, würde ich sagen. Mhm. Tja, ich würde sagen, ich demonstriere einfach mal so ein bisschen. Schieße mal los, genau, richtig. Lass mal gucken. Starten wir einfach mal hier Track A. Klar, kennt jeder, typische Hot-Cue-Mode, wo du quasi deine einzelnen Hot-Cues triggern kannst, abspeichern, mit Shift eben wieder löschen. Über den zweiten Layer quasi vom ersten Mode hättest du dann noch die Möglichkeit, einen Cue-Loop zu setzen. Da kannst du quasi direkt deinen Hot-Cue anspringen und der setzt direkt automatischen Loop dann da? Genau. Den könntest du dann entweder wieder deaktivieren über den Active-Button oder eben über den Cue-Loop-Button selbst. Darüber hinaus, im zweiten Mode finden wir die Loop-Rolls, ja, quasi für spontane Loop-Moves. In dem Fall jetzt größengeordnet, also sind Hold-Effekte. Ja, alles klar. Sobald du den wieder loslässt, wird der Loop auch wieder deaktiviert. Kannst du das einarbeiten in Slip? Also wenn du den Slip-Mode aktivierst bei Loop? Ja, genau. Okay. Das ist auch eigentlich so in der Kombination vor allem ein ganz cooler Performance-Effekt, wo du irgendwie relativ schnell einfach deine Loop-Roll setzen kannst und durch den Slip-Mode springt die Track-Position quasi wieder zur ursprünglichen Stelle. Genau. Ganz cool für Build-Ups und sonstiges, teilweise für Breaks. Das ist natürlich nice. Ja. Ja. Saved Loops haben wir jetzt keine gesetzt, aber auch wie ein Traktor kannst du natürlich in Serato Loops speichern und die könntest du dann über Saved Loop abrufen. Und wo du gerade Traktor erwähnst, wenn ich das jetzt mal eben kurz unterbrechen darf, Traktor-Mapping, wird es das geben? Ja. Zu dem Produkt? Traktor-Mapping werden wir auch zur Verfügung stellen. Das wird zu Release auch schon verfügbar sein. Ah, cool. Das ist derzeit in der Entwicklung, wird weiter ausgearbeitet und dokumentiert. Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, so klar, man kann das Gerät super mit Serato DJ nutzen, mit Algorithm DJ Pro und DJ 2. Ja. Aber darüber hinaus eben auch mit Traktor. Also wenn man jetzt nicht so der Serato oder der DJ Pro Typ ist, so, dann kann man auf jeden Fall dieses Traktor-Mapping benutzen. Das ist ausgearbeitet und die Funktionen sind quasi nach bestem Gewissen implementiert. Also das würde so, ich wie sagen. Traktor das halt anbietet. Es ist halt viel und oft so, dass es halt von einigen Herstellern eben dieses Traktor-Mapping gibt. Auch zum Anfang, aber dann ist das mehr so, man hätte sich das auch sparen können. Aber bei euch ist es halt dann de facto so, dass, und das sagst du deswegen bewusst so, dass man das benutzen kann damit, weil es halt wirklich implementiert ist und man das Gerät dann tatsächlich mit Traktor nutzen kann. Genau. Ja, In dem Zuge würde ich vielleicht auch noch auf jeden Fall erwähnen, dass das Gerät auch mit Virtual DJ genutzt werden kann. Da ist auch ein Mapping bereitgestellt. Bei Virtual DJ funktioniert es dann ähnlich wie bei Serato. Also die Mappings sind quasi schon vorkonfiguriert und man steckt das Gerät einfach nur ein. Auch das ist auf jeden Fall wieder eine interessante Geschichte und fällt auch unter dieses ganze Hybrid-Konzept. Also ja, softwareübergreifend kann der Controller von sehr, sehr vielen Personen. Ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich nach einer eierlegenden Wollmilchsau an, ne? Also sagt man ja so. Ja, ihr könnt also eine Menge Sachen bedienen auf jeden Fall. Dann zeig mir doch bitte weiter, wenn du gerade sagtest, Safe Loops, genau, jetzt mit, beim Sampler. Ne? Machen wir mal hier auf Deck B weiter. Oh, oder Deck B, ja. Beim Sampler brauchen wir auch gar nicht Play für drücken. Das stellt den Serato Sampler quasi dar. Da habe ich jetzt eher so typische 808-Sounds reingeladen. Vielleicht auch ganz interessant, wenn man live irgendwie noch ein bisschen was zusätzlich machen will, on top irgendwie was reinspielen, Kicks, Snares oder irgendein melodisches Element. Ja, kennt man ja auch, das Serato. Ist ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch gerade im Control Illusion, boah, dieses Wort, wer sich das überlegt hat, ne? Da sehr beliebt und gerade da im Live-Bereich ist das ja auch ein Feature, was man sich nicht mehr wegdenken möchte. Auf jeden Fall, ja. Slicer habt ihr auch, oder was? Ja, vorm Slicer würde ich aber ganz gerne noch direkt zum Pitch-Play-Feature kommen. Das befindet sich nämlich quasi auf der zweiten Layer-Page des Sampler-Modes. Mhm. Wir haben ja hier unsere Cue-Punkte. Du suchst dir quasi einen aus? Genau, ich suche mir quasi einen aus. Also den hier, finde ich, der eignet sich gerade ganz gut. Der hat relativ viel melodischen Gehalt. Dann kann ich quasi über Shift einfach den jeweiligen Cue-Punkt auswählen. Gerade ist Cue-Punkt 1 ausgewählt, jetzt wähle ich mal Cue-Punkt 7 aus. Der wird mir dann hier visualisiert und ich kann den in unterschiedlichen Tonhöhen spielen. Also kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein, ja, wie ein Piano, wenn du so genau, willst, ne? Wie ein Piano. Also du hast halt die Möglichkeit, den einzelnen Hot-Cue in unterschiedlichen Tonhöhen zu spielen und kannst die Tonhöhe auch nochmal verändern. Entweder ab auf Parameter Plus. Also noch höher? Okay, genau. Alles klar. Noch höher. Ja. Hier sind wir wieder bei der Grundeinstellung oder noch eine Ebene tiefer.
Okay. Nice. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Feature. Fragt man sich jetzt vielleicht so, für wen eignet sich das über Scratch-DJs noch hinaus? So, ich muss sagen, ich habe mit dem Gerät schon ein bisschen gearbeitet und hatte sehr viel Spaß mit diesem Feature. Weil gerade auch bei elektronischer Musik, wo es vielleicht ein bisschen generischer ist und wo man teils auch eintönige melodische Inhalte hat, es ist vielleicht auch ganz cool, sich da irgendwie einen Cue-Punkt zu setzen und das dann eben auch mal ein bisschen melodischer spielen zu können und live zu performen. Macht's auf jeden Fall interessanter. Also ich sehe das Feature auf jeden Fall nicht nur für Scratch-DJs und derart, sondern auch für elektronische Musik. Ja, ist auf jeden Fall eine Dynamik mit, die auf jeden Fall für Live-Aspekte, egal aus welchem Genre, definitiv interessant sind. Genau. Ja, auf jeden Fall. Dann zum letzten Mode vielleicht noch. Das ist der Slicer-Mode. Der slicet quasi den vorhandenen Part einfach in 8 Slices, die du dann neu arrangieren kannst. Mhm. Slicer-Loop ist auf der nächsten Page abgebildet. Da wird dann gleichzeitig noch ein Loop gesetzt, sprich, der Track springt danach nicht weiter, sondern bleibt in diesem Loop. Aber du kannst die Slicer-Funktion nach wie vor noch benutzen. Okay. Ja, das wäre es erstmal zu den Performance Modes, würde ich sagen. Würdest du mir noch vielleicht ein bisschen was Effekttechnisches nahebringen können? Ja, gerne. Ja. Dann bleiben wir mal auf dem Deck, stellen den Slicer wieder aus. Wir haben natürlich ganz normale Filtereinheiten auf jedem Kanal mit einem Low-Pass-Filter, High-Pass-Filter. Okay. Kennt jeder, ist für Build-Ups. Auch sehr interessant. Auf jeden Fall. Zusätzlich kann man aber, und das haben wir versucht, möglichst intuitiv zu integrieren, weil manchmal ist es so, dass man einfach auch keine Hand mehr frei hat, wenn man den Channel Fader bedient, dazu noch den Filter, vielleicht den Equalizer. Dann noch einen Effekt zu triggern, ist für viele irgendwie einfach nicht so intuitiv. Also das hätte man irgendwie anders lösen können. Und deswegen haben wir uns überlegt, bauen wir das Makro-Effekts-Feature ein. Mhm. Den Makro-Effekt kannst du quasi zum Low-Pass-High-Pass-Filter dazuschalten. Und der triggert den ersten Effekt aus dem jeweiligen Effekt-Slot, der dem Deck zugewiesen ist. In dem Fall ist das jetzt Effekt-Slot 2. Ja. Und wir haben im Effekt-Slot 2 auf dem ersten Effekt einen Repeater liegen. Aha. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Low Pass reindrehe. Ah, okay. Er macht Low Pass plus. Okay, ich verstehe. Genau, und die Intensität nimmt quasi mit der Intensität des Low Pass-Filters oder des High Pass-Filters zu. So kann man auch dann wieder ganz interessante Build-Ups kreieren oder eben dazu noch einen zweiten Effekt schalten. In dem Fall jetzt ein Echo-Out und noch ein Reverb. Und so kannst du krasse Effektmixe quasi machen und eben interessante Übergänge gestalten, sage ich jetzt mal. Genau. Und nice. Das ist meiner Meinung nach eine ganz coole Methode, die Effekte zu triggern. Und fühlt sich vielleicht ganz cool an. So. Also ist vielleicht ein nices Feature, würde ich sagen. Definitiv. Das macht es auf jeden Fall interessant für Breaks, für Build-Ups, wie auch immer. Ne? Wenn man mit den Effekten ausgehen kann. Die Effekte habe ich hier drin stehen. Okay, alles klar. Genau, die kannst du auch direkt vom Controller aus wechseln, wie man das aus Serato kennt. Wie mache ich das? Ich stoppe den Track gerade mal. Du kannst über Shift plus den dazugehörigen On-Button quasi unter dem Effekt die Effekte so durchklicken. Okay. Jetzt habe ich zum Beispiel Looper ausgewählt. Du könntest aber auch mit Shift und dem Knob die Effekte so durchscrollen. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer und schneller. Ja, das geht schneller. Aber und es auch ist relativ viel präzise. Geworden, ne? Es ist echt viel geworden. Und gerade bei Serato, muss ich sagen, klingen die Effekte auch sehr qualitativ. Also sind wirklich live zu gebrauchen und bieten meiner Meinung nach einen netten Mehrwert. Nice. Ja. Mir fällt, vielleicht noch kurz zu den Pitch-Fadern. Ja. Da hatten wir auch Anfragen bekommen, warum die bei diesem Gerät vielleicht kleiner geraten sind. Okay. Dazu muss ich aber sagen, dass wir trotz der Größe der Pitch-Fader auf jeden Fall großen Wert darauf gelegt haben, dass die sehr präzise zu bedienen sind und dass man damit die BPM-Zahlen gut treffen kann. Also das sollte kein Manko darstellen. Also in der Umsetzung einfach präzise und darum geht es ja letztendlich. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, als du das Gerät beschrieben hast und die Funktionen und sonstiges, ist mir das hier noch aufgefallen. Ne? Und das ist ja irgendwie so ein Schacht. Wer macht denn einen Schacht in einen Controller? Ne? Das ist eine gute Frage. Ja. Slotty, ja. Ist das die polnische Währung, Slotty? Nee, jetzt komme ich durcheinander. Egal, auf jeden Fall, da gibt's Ärger. Auf jeden Fall ist dieses Ding ja da und das nicht ohne Grund. Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, womit das alles kompatibel ist. Und unter anderem eben mit Algorithms DJ, also die App DJ. Genau. Und die gucken wir uns jetzt im zweiten Teil mal ganz genau an. Und Gerne. Dieser Schacht passt perfekt mit diesem iPad oder auch mit sämtlichen anderen iPads, aber vor allen Dingen mit diesem iPad. Vor allem mit diesem. Sehr, sehr schön. Ja. Also stay tuned für Teil 2 und jetzt geht's um DJ von Algorithm. Danke. Danke. Ich pack das hier mal rein, ne? Oh, sexy.